So, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty. Nachdem wir in der vorletzten Folge unseren ersten Rückschlag erfahren haben und den darauffolgenden Folge korrigiert haben, widmen wir uns nun mal wieder einer neuen Mission mit Zeratul. I return to our ruined homeworld of Ire. The Zerg infestation still covered much of our beloved world. The desiccated remains of the Overmind were still there, a grim reminder of battles lost and battles won. Mission Echos aus der Zukunft. Missionsziel: Untersuchen Sie den Overmind auf Ayur. Forschungsmöglichkeiten: plus 2 Protoss-Forschungspunkte und 4 Zerg-Forschungspunkte. 4 Zerg-Forschungspunkte sind extrem viel. Mir wären aber Protoss-Forschungspunkte etwas lieber, ehrlich gesagt. Aber gut, wir starten die Mission. I remember the fall of Ire. Don't much like the idea of having to see it all again. Guess there's nothing for it. At the very apex of its victory against us, the Zerg Overmind grew overconfident. Now, all that was left of the mighty Overmind was a twisted, withered husk. I needed to understand whatever memories lingered within the creature's rotting mass. Only by making contact with the gargantuan tendrils connected directly to its cortex could I learn its secrets. Yet its countless minions, which seemed to be feeding from its dead husk, would prove somewhat problematic. Wer nicht weiß, wer der Overmind ist, der solle sich auch StarCraft 1 anschauen. Overmind ist eigentlich da sehr, sehr wichtig und man kann es mal so kurz beschreiben. Der Overmind war derjenige, ich sage jetzt auch mal derjenige, ich weiß jetzt nicht, ob er männlich war, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass er geschlechtslos ist. Dasjenige könnte ich natürlich auch sagen, aber ich sage, der Gewohnheit halber sage ich jetzt mal derjenige. Derjenige, der die Zerg kontrolliert hat, bevor Kerrigan die Kontrolle hatte. Kurz gesagt. Und er ist auch derjenige, der Kerrigan quasi, ich will nicht sagen, dass er sie geschaffen hat, aber er hat dafür gesorgt, dass sie geschaffen wurde, unter anderem. So, und nun fangen wir mal an mit der Mission. I must find a way to establish a foothold and summon reinforcements to keep the Zerg at bay. Ja, Zeratul, das ist doch mal ein schöner Auftrag. Endlich mal nur mit Zeratul arbeiten. Wir können uns wieder blinken, so wie vorher vermutlich. Yep, und wir können auch das leeren Gefängnis heranrufen. Blink mit B, leeren Gefängnis mit V. Nuckel, dann wollen wir mal. Und wir... This faithful observer has kept watch since the evacuation. Its abilities will certainly prove useful now. Und da haben wir eine neue Einheit bekommen. Nämlich den Beobachter. Observer auf Englisch. Der ist komplett getarnt. Und seine Besonderheit ist es, dass er getarnt Einheiten aufdecken kann. Mehr kann der nicht. Aber das ist schon nützlich genug aus meiner Sicht. Machst du jetzt hier alles kaputt, Zeratul, scheinbar. Aha, aha, hier sehe ich eine Basis und einen weiteren Beobachter. Ich glaube, ich muss diese Basis übernehmen. Some of these abandoned structures remain functional. We shall make use of them. Natürlich. Commands. This ancient beacon still thrums with power. I wonder. Ah, I've heard tales of the mighty colossi sealed away beneath Ire.
The beacon must have awoken these fearsome guardians. The Zerg perceive a threat to their dead master. Und so haben wir nun Zugriff auf die Kolosse. The Zerg will keep coming until we are dead. I must find the Overmind's cortex and discover what I can from it. Alles klar, Zeratul. Kümmern wir uns später drum. Wir müssen uns erstmal hier so ein bisschen verteidigen, weil hier steht jetzt noch unsere Kolosse rum. Oh, da oben habe ich, glaube ich, etwas vergessen. Yep. Da habe ich einen Pylon vergessen. Denn die ganzen Gebäude hier haben leider keinen Strom aktuell. Das klingt dann auch immer sehr interessant. Falls ihr es überhaupt hört. Ich höre es. Gut, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Wir haben Kolosse, wir haben Protonenkanonen, zwei Stück da hinten sehe ich. If we use our observers wisely, we can scout the area before putting ourselves at risk. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich wusste das mehr oder weniger. Wir können jetzt mit unserem Beobachter hier hinten hinfliegen. Und dann sehen wir, was da los ist. Und er wird nicht angegriffen, außer es kommt ein Overlord in die Nähe und Einheiten, die Lufteinheiten angreifen können. Wie man sieht, sehr nützlich. Und da hinten sind Mineralien. Das ist natürlich cool. Aber ich glaube, wir werden uns erstmal darum kümmern, dass wir ein paar mehr Sonden haben, damit wir mehr Vespingas bekommen. Wir können jetzt natürlich leider nicht auf unsere Upgrades der Serraner zugreifen, aber das wäre auch zu schön gewesen. Stattdessen haben wir Zugriff auf die Kolosse und wir können dir ja mal zeigen, jetzt wo ich sie so habe. Schaden 20, Reichweite 9. Panzerung haben sie, Schilde haben sie nicht. Also klar haben sie Schilde, aber die haben ja keine Panzerung. Ja, Zeratul, ich bin doch schon dabei. Ich baue doch schon Minereien ab wie blöde. Und ich habe auch schon Photonkanonen hier stehen, beziehungsweise die standen da schon vorher. Ich habe sie nur mit Energie versorgt. Man sieht vielleicht, wofür die Dinger gut sind. Man sieht vielleicht sehr gut, wofür die Kolosse gut sind. Mhm. Die können auch übrigens die Abhänge hoch und runter laufen. Das ist sehr cool. Hier oben stehen die bis jetzt eigentlich ganz nützlich oder ganz gut, denn wie man gesehen hat, da kamen sehr, sehr viele an und die sind am besten dort, wo sie nicht erreicht werden können. Vielleicht drückt die ganze Zeit die falsche Taste. Ups, falsche Taste. Ich glaube, da bauen wir noch ein zweites von, oder? Würde sich, glaube ich, ganz anbieten. Können die auch von hier kommen? Nee, ich glaube nicht. Das wäre blöd, wenn die von da kommen könnten. Mehr Sonden, bitte. Und wir könnten so ein bisschen Vespingas so langsam vertragen. Das dauert so ewig, bis die irgendwie mal in Gang kommen hier. Aber wie man sieht, die haben wirklich, wirklich schnell diesen ganzen Zerg umgeboxt. Ich überlege gerade, können wir die Einheiten upgraden? Haben wir die Möglichkeit dazu? Zirkel des Zwielichts könnten wir bauen. Upgrades für Berserker und Hetzer. Ne, das brauchen wir nicht. Dieses Roboter-Dock hätte ich gerne. Dafür bräuchten wir die Roboterfabrik. Die warpen wir gerade heran. Wie sieht es hier aus? Die Schmiede haben wir ja schon. Dann upgraden wir mal die Schilde nicht, weil wir kein Vespingas haben. Das ist natürlich ganz toll. Ja, für die Kolosse brauchen wir das Roboter-Dock. Und das haben wir nicht. Wie viel Vespingas brauchen wir für das Roboter-Dock? 200, das ist zu viel. Geht mal da rein und baut Vespingas ab. Und wie man sieht, vielleicht habt ihr es hier oben schon bemerkt, in 2 Minuten kommt der nächste Angriff. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht allzu böse wird und dass meine Verteidigung aktuell noch ausreicht. Ich stelle Zeratul mal hier vorne weiterhin. Ich glaube nämlich, dass die Angriffe immer schlimmer werden, je länger man wartet. Ich bin mir aber allerdings nicht sicher. Und ich glaube auch, irgendwann kommen Angriffe von hier. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mehr Sonden bitte, mehr Sonden. Okay, wir haben genug für das Roboter-Dock. Dann komm mal her. Bauen wir das mal hier irgendwo hin. Da. Und dann könnten wir auch mal wieder ein paar Pylone bauen, weil die gehen auch gerade aus. Wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee. Und hier hinten möchte ich auch gerne noch einen haben.
Der Sicherheit halber. Mehr Pylone schaden niemals. So, ihr werdet auch mal eine Taste zugewiesen jetzt. Dann haben wir einmal das hier und einmal das hier. Ein paar dunkle Templer wären gar keine so schlechte Idee, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber ich möchte gerade erst ein paar Kolosse ranwarpen, denn die erweisen sich doch als sehr nützlich, wie man gesehen hat. Ich traue mich gerade noch nicht so voranzuschreiten mit meinen Einheiten, beziehungsweise mit Zeratul alleine. Was ist dieser eine Zergling da? Ja, du bist praktisch gesehen alleine. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Aber ich warp einfach mal zwei Berserker noch ran. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee. So, da haben wir das Roboter-Dock. Dann können wir jetzt Kolosse ran warpen. Zumindest einen schon mal, bis wir genug Vespingas haben für den zweiten. Auf die sollte man echt aufpassen, die Kolosse. Die sollte man am besten nach hinten stellen, weil die so eine große Reichweite haben und mehrere Einheiten gleichzeitig töten können. Wir töten mal kurz das Teil hier. Sonst haben wir gleich ein Problem. Komm mal her. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, jetzt greifen sie oben an. Okay. Wie man sieht, die Reichweite ist enorm. Die Reichweite ist wirklich enorm. Und weil die jetzt hier die ganzen Photonkanonen zerfetzt haben, bauen wir hier mal ein paar neue hin. Da eine, da eine, da eine. Und hier eine. Sehr schön. Huch, der hat überlebt. Er hat überlebt? Er hat tatsächlich überlebt. Bin erstaunt. So, haben wir schon ein bisschen Verteidigung hingesetzt. Und wir können jetzt auch den nächsten Koloss ranwarpen. Und plötzlich ist er da. Kommt aus nichts, ist da. Okay. Die können keine Lufteinheiten angreifen. Das, falls ihr es noch nicht wusst. Und sie sind anfällig für Einheiten, die nur Lufteinheiten angreifen können. Also Vikings zum Beispiel. Sie können von fliegenden Vikings angegriffen werden, was normalerweise nicht geht. Gemein ist das, ich weiß. Oh, 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 geh weg. Das ist schon ziemlich cool. Können wir noch einen Auftrag geben? Ja, sogar zwei. Sehr gut. Unsere Reihe an Photonkanonen steht erstmal. Frage ist nur, wie lange. Ich baue nochmal zwei Sonden und dann haben wir, glaube ich, erstmal genug. Was wird das denn? Keine Ahnung. Wir können auch mal die Schilde langsam upgraden, weil die Schild-Upgrades wären sehr nützlich, selbst, also für alles. Da würden unsere Gebäude von profitieren, da würden unsere Infanterie von profitieren und unsere mechanischen Einheiten. Das wäre alles sehr, sehr nützlich. Ich überlege gerade, ob die auch mit Lufteinheiten ankommen. Wenn ja, wären Hetzer nicht schlecht. Ich brauche erstmal genug Vespingas. Und ich möchte diese Basis hier oben haben. Das möchte ich haben. Wenn ich das habe, kann ich da oben eine Basis errichten und mir noch ein zusätzliches Einkommen sichern. Das sollte ich eigentlich jetzt machen. Kommt mal her, ihr beiden. Wir machen hier mal ein bisschen Ärger. Ich glaube auch, sie können von Sporenkolonien angegriffen werden. Aber ich will es jetzt nicht ausprobieren. Wir probieren es mal aus. Da jetzt mal rein zu marschieren. Hopp, da warten wir mal kurz, bis die das zerstört haben. Dann holen wir uns mal eine Sonde. Verteidigen unsere Basis da oben, die wir gleich aufbauen werden. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, oder ein paar Sekunden besser gesagt. Ja, ich weiß, ich habe kein Vespingas. These warp gates appear to be functional. Perhaps there's a chance. Ja. The Zerg seek to overwhelm our base. Das ist aber nicht schön. Ich hoffe mal, ich kann das Gebäude gleich übernehmen. Und dann gehen wir mal kurz hier rein. The first over mine tendril. I sense pain. Surprise. Death. Okay. Oh oh. Zeratul. Komm her. Komm her. Blink dich mal hier hin, bitte. Kannst du das Gebäude? Ja, du kannst es einfrieren. Sehr gut.
Wie man sieht, die Kolosse machen hier sehr gute Arbeit. Okay, merken, Zeratul kann Sachen so in Stase versetzen. Auch Gebäude, das habe ich irgendwie verdrängt gerade. Oh, verseuchte Terraner. Schön. Kann ich mir jetzt hier oben ein Gebäude hinpflanzen? Das wäre cool. So ein Nexus hier wäre ganz, ganz, ganz toll. Aber geht noch nicht. Gut, dann begnügen wir uns erstmal hiermit. Und hiermit. Kann ich den jetzt vielleicht hinsetzen, den Nexus? Ja, jetzt geht es. Was wird das denn jetzt? Dass da immer noch so ein paar Einheiten nachkommen, ist ja schon schlimm. Da bauen wir mal einen Pylon hin, dann können wir hier noch einen Pylon hinsetzen, für den Fall der Fälle, dass die noch von oben ankommen. Was recht unwahrscheinlich ist. Ja, auch. Ach. Wir haben den Obelisken, was auch immer der macht. Keine Ahnung. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis wir wieder angegriffen werden. Ich könnte mal meine ganzen Minereien nutzen, die ich gerade habe. Ja, da bin ich schon bei. Oh, neue Einheiten. Aduntorida, Zeratul. We were trapped within the gate's energy matrix when it was deactivated. You have our thanks. Sie wurden in der Energiematrix eingeschlossen. Das klingt irgendwie grausam. Dass sie jahrzehntelang als Daten existierten irgendwo. Und dann nichts machen konnten. So, ein paar Photonkanonen. Falls sie hier ankommen sollten, haben wir zumindest Ruhe. Ich denke nicht, dass es passiert, aber man weiß ja nie. Und wir haben jetzt ein paar Einheiten, mit denen wir angreifen können. Okay, wir haben auch ein paar Kolosse hier hinten. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen erkunden. Ich habe genug Einheiten. Den schicken wir mal ein bisschen nach vorne. Man kann ja nämlich sich hier vorne hinstellen und da rumstehen. Da sind auch Berserker zwischen, sehe ich gerade. Ha, komm mal raus da. Und ihr könnt jetzt hier Minereien abbauen. Beziehungsweise geht erstmal da rein. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da werden noch Berserker produziert. Und hier machen wir noch weitere Kolosse. Und da gehen uns die Minereien schon aus. Gratulation. Ziehen wir die hier oben hin. Und was? Schon wieder? Wir haben schon wieder kein... Oh, nee. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wir können hier oben mal einen Pylon setzen. Warum auch immer. Gefühlt ist das eine gute Idee. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, hier Pylonen hinzusetzen. Ich mach's einfach mal. Und dann kannst du weiter hier arbeiten. Ah ja. Habe ich jetzt die... Nein, habe ich nicht. Ja. Wir holen uns erstmal unsere ganzen Kolosse und gucken mal, was hier so ist. Ich meine, das sieht doch gut aus. Zumindest für uns. Ach, Kolosse sind toll, vor allem wenn sie in Massen auftreten. Ich hoffe, sie stellen sich diesmal an eine gute Stelle, damit ich sie auch töten kann. Eine Kolossarmee ist zwar cool, aber ich glaube, dass es nicht die einzige Methode sein sollte, mit der ich angreife. Ah, infizierte Terraner. So, da haben wir das Ganze mal kurz eingefroren. Oh nein, 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 nicht die Kolosse zerstören. Dankeschön. Die brauche ich noch. Oh, wir können sogar noch weiteres Upgrade machen. Erstaunlich. Was ist mit den Gebäuden? Das könnte mit Energie versorgen. Was haben wir davon? Ich meine, wir haben schon zwei von diesen Teilen. Ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt drauf angewiesen bin. Ach, ist das cool. Es wäre schön, wenn ihr euch mal verteidigen würdet, so ein bisschen. Verteidigt euch, ihr Kolosse. Sehr gut. Sehr gut, das sieht auch sehr schön aus. Hauptsache zerstört die Produktionsgebäude. Und das recht da zackig hier. Ja, ihr macht das schon. Ich habe so viel Minereien. Ich sollte die mal nutzen. Zum Beispiel, indem wir können hohe Tempel bauen. Ich möchte aber lieber ein paar Hetzer gerade haben. Und weitere Kolosse. Weitere Kolosse in Auftrag geben. Nochmal mehrere. Das Roboter-Dock haben wir ja schon. Wir könnten mal kurz... Komm mal her, so ein Zirkel des Zwielichts.
ist der denn? Ach, da. Ja, so langsam gehen uns die Minereien aus. Ich sollte nicht so viele Sonden dahin schicken. So. Haben wir jetzt hier schon genug? Nee, aber ich könnte von hier unten die paar Sonden abziehen. Nochmal 5. Hier hin. Dann haben wir es, glaube ich, gut ausgeglichen erstmal. Ihr dürft ruhig weiter vorrücken. Ich verbiete es euch nicht. Ich meine, hier wird sonst nichts gemacht. Ich frage mich immer noch, wofür... Ach so, die Bonuspunkte hier. Da. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier könnten wir uns nochmal eine Basis aufbauen. Wenn nötig. Ich glaube zwar nicht, dass das nötig ist. Aber man weiß ja nie. Können wir hier oben eigentlich... Oh nein, Ultralisten. Wird zerstört. Das sieht doch recht gut aus bisher. Ja, ich weiß. Ich brauche mehr Pylons. Eigentlich brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr, wenn ich mir das so angucke, was hier gerade rumläuft. Ich meine, mit 6 Kolossen habe ich, glaube ich, schon ziemlich ausgesorgt, wenn ich mal ehrlich bin. Der muss weg. Denn der macht böse Schaden. Au. Der hat die Schilde der hat den Koloss an sich beschädigt. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich glaube, 6 Kolosse sind einfach unwiderstehlich, wenn man mal so sieht. Oh, du gehst mal bitte aus der Reichweite hier. Bitte, bitte den angreifen. Dankeschön. Das wäre mir doch wirklich wichtig. So, ihr wartet hier mal kurz. Ja, wir bauen jetzt ein paar Pylone. Our base falls under a shadow. The Zerg will attack soon. Ja, die Zerg greifen gleich an. Ich weiß. Aber das sollte auch, glaube ich, ausreichen, was wir jetzt an Verteidigung hier haben. So, Seratul, wo bist du? Das ist nicht schön. Nein. Lauft. Ehrlich? Da hinten? Ach Gott, jetzt greifen die mit sowas an. Das gefasst mir ja gar nicht. Das passt mir jetzt ja überhaupt nicht. Lasst meine Einheiten in Ruhe. Das ist ja echt uncool. Okay, das ist so ein kleiner Hinweis, dass ich mich doch beeilen sollte. Und wenn ich jetzt schon die ganzen Einheiten hier rumstehen habe, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Ärger machen. Nummer 4. Und dann lade ich jetzt aber mal hier durch. Bedeutet für mich, ich brauche mehr Hetzer. Bedeutet auch wiederum, dass ich noch das eine oder andere, den einen oder anderen Warp-Knoten bauen sollte. Denn wir gehen sonst... Oh nein, sind da auch noch welche? Okay, Leute, kommt zurück. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Dass ihr mit Hydralisten jetzt ankommt. Mit Mutalisten. Jetzt fängt das schon wieder an, dass ich die Dinger verwechsle.